Dieser Film erzählt von einem Luxusauto, das in einer kleinen Schwarzwaldstadt Aufsehen erregt. Von dessen Besitzer, einem Mann aus dem Rotlichtmilieu, der plötzlich verschwindet. Und von seinen Freunden. Wir folgen zwei Kripo-Beamten, die herausfinden, wie diese Männer zu sehr viel Geld kamen. Wir waren überrascht, dass wir eigentlich mittendrin sind in der Zuhälterei zumindest und im Menschenhandel, wie sich dann ziemlich schnell nach ziemlich kurzer Zeit herausgestellt hat. Wir treffen eine Prostituierte, die jahrelang eingesperrt war. Die Leute haben sich auf meine Kosten ein schönes Leben gemacht. Dicke Autos gefahren, schöne Häuser, hier Urlaub, die Alte kann man schön rackern. Im Juli 2010 stehen fünf Männer vor dem Konstanzer Landgericht angeklagt wegen ausbeuterischer Zuhälterei, Körperverletzung, einige auch wegen Menschenhandels. Menschenhandel, mitten im Schwarzwald? Wir wollen der Sache nachgehen. Armin Hartwig, Kriminalhauptkommissar, zuständig für organisierte Kriminalität. Und sein Kollege Gerhard Walter. Morgen. Morgen, grüß dich. Zwei erfahrene Ermittler, zwei, die gut miteinander auskommen. Morgen. Morgen. Sind Sie schon dabei da? Ohne die Beharrlichkeit dieser beiden Kripo-Beamten aus Villingen-Schwenningen wäre der spektakuläre Prozess in Konstanz wohl nie angelaufen. 2009 tauchen sie ein ins Rotlichtmilieu ihrer Kleinstadt, werden zum Kern einer Sonderermittlungsgruppe, die sich selbstironisch Spargel nennt. Denn sie haben es mit Boxern und Bodybuildern zu tun. Bei einigen werden später nicht nur Kampfmesser und Schlagstöcke, sondern auch Anabolika beschlagnahmt. Eine Gruppe, die sich United Tribunes nennt, seit 2004 in Süddeutschland aktiv, in der Türsteherszene, aber auch im Rotlicht. Ihr Gründer, ein Ex-Champion aus Jugoslawien, Kriegsflüchtling. In Villingen-Schwenningen kennen ihn alle nur unter seinem Spitznamen Bocky. Er ist groß geworden im Rotlicht. Er hat aus nichts zwei Bordelle oder teilweise zeitweise sogar drei Bordelle betrieben. Ich denke, es wäre ohne diese Truppe, auch im Hinblick auf andere konkurrierende Gruppen, nicht so schnell gelungen. Wir konnten nichts ihm nachweisen, dass er irgendwas Verbrecherisches macht, aber wir wussten, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat er vielleicht den Fehler begangen, dass er sich einen Ferrari 360 Spider gekauft hat und in bar bezahlt hat. Der Preis von dem Ferrari lag bei 112.000 Euro und da wurden wir einfach stutzig und haben gedacht, wir schauen mal nach, was gibt's denn. Angemeldet sind die Bordelle auf Bockys Ehefrau, andere Mitglieder der Tribunes, deren Mütter, Freundinnen. Bockys Anwältin, eine bodenständige Frau aus dem Schwarzwald, Mutter von vier Kindern. Manche Kollegen nennen sie inzwischen die Zuhälteranwältin, aber das lässt sie kalt. Bocky, ihren Mandanten, sieht sie erstaunlich positiv. Er ist sicherlich für ganz, ganz viele Jugendliche ein Idol. Das muss man einfach sehen. Er hat es zu wahnsinnig viel gebracht. Er hat aus null, aus wirklich null mit nichts, eine Riesenorganisation, ich glaube Mitglieder inzwischen um die 400, in Deutschland aufgebaut. Und da gehört schon einiges dazu. Das ist nicht so ganz einfach. Ne? Und ich denke, das ist auch die Faszination. Einfach auch zu sehen, der hat was hingekriegt. Ne? Ein Treffen mit dem schillernden Rotlichtkönig von Villingen-Schwenningen? Ob uns das gelingt? Bocky ist untergetaucht, aber dazu später mehr. In Rottweil begegnen wir erstmals Mitgliedern seiner Truppe, den United Tribunes. Rottweil veranstaltet die größten Disco-Partys weit und breit. Und Chef des Sicherheitsdienstes, der hier das Sagen hat, ist einer von Bockys Männern.
Einige Frauen, die in der Zwangsprostitution endeten, seien von Bockys Leuten in Cafés und Discos kontaktiert worden, sagt der Kripo-Beamte Armin Hartwig. Mädels aus dem Schwarzwald. Deutsche. Das ist der Chef der Rottweiler Tribunes. Einer, der Bocky gut kennt. Wir werden ihm nochmal begegnen und über das Thema Frauenhandel sprechen. Bocky steht im Sommer 2010 nicht vor dem Konstanzer Landgericht. Er hat sich zusammen mit seinem Cousin Dado der Verhaftung entzogen, nach Bosnien abgesetzt. Die Polizeiermittler wissen, dass in Deutschland weiterhin mehrere Prostituierte für ihn arbeiten. Ja, aber freiwillig, sagt Bockys Anwältin. Er ist zwar Zuhälter, aber nicht so einer, der nur seine Frau prügelt, nur ankettet. Das ist einfach nicht so. Sonst würde die Frau ja nicht so lange und so intensiv zu ihm halten, obwohl er seit Juni 2009 außer Landes ist. Was also hat sich tatsächlich abgespielt in den Bordellen, die Bocky mit der Führungsriege seiner Tribunes ab 2004 in Villingen, Schwenningen, Pirmasens und Offenburg betrieben, beherrscht hat? Gewöhnliche Zuhälterei, was auch strafbar wäre? Oder tatsächlich Zwangsprostitution, wie Ina behauptet, Ausbeutung, Gewalt, Psychoterror, Tag für Tag? Ina lebt heute zurückgezogen in einem kleinen Schwarzwalddorf, dessen Namen wir nicht nennen dürfen. Sie leidet unter Depressionen, Panikattacken. Die 25-Jährige weiß nicht, wie es mit ihr weitergehen soll, wie sie innerlich loskommen kann von denen, die sie wie eine Gefangene gehalten haben, jahrelang. Ich sehe zurzeit gar keine Zukunft, weil ich überhaupt gar keine Perspektive habe, irgendwie weiterzuleben. Ich sehe überhaupt gar keinen Grund, weil die ganzen Sachen, die belasten ja auch einen. Ich muss ja erstmal anfangen, selber wieder klarzukommen, dass ich halt alleine bin, dass ich das alles, sage ich mal, mir gehört, dass ich nicht ständig was Angst haben muss, dass mir das weggenommen wird. Das muss man erstmal alles wieder lernen. Das ist halt, es braucht halt alles seine Zeit. Das Laufhaus in Villingen. Ina kam hierher, nachdem Bocky sie 2004 in einem anderen Bordell abgeworben hatte. Anfangs war sie beeindruckt vom starken Ex-Champion. Er reichte sie an ein anderes Mitglied der Tribunes weiter. Das war der größte Fehler, den ich machen konnte, dass ich da hingefahren bin. Das war der größte Fehler. Ich wusste sowieso, dass sie mich ausbeuten, aber ich habe es ja auch wenigstens ins Gesicht gesagt. Aber es hat sie ja nicht interessiert. Es ging halt nur darum, die Alte kann Kohle machen, die kann gut reden, die labert die Freier zu. Die geben ihr letzten Cent oder mit Kartenzahlung. Du hast ja keinen Cent bekommen, die wurde vielleicht mal 20 Euro dagelassen. Ina schreibt Tagebuch. Nicht regelmäßig, aber ihre Aufzeichnungen lassen erahnen, wie abgeschirmt von der Außenwelt sie 4,5 Jahre lang gelebt hat. Wie wütend sie war, wie verängstigt, gedemütigt. Ina erwirtschaftet Hunderttausende von Euro. Ihr Zuhälter, Bockys rechte Hand, nimmt ihr fast alles ab. Sie wehrt sich und bezieht schreckliche Prügel. Sie verliert ihre Wohnung, alte Kontakte. Die Außenseiter können sich das halt nicht vorstellen. Die denken, ja, man geht halt da rein. Und wenn man keinen Bock mehr hat, geht man halt raus. Es ist aber halt nicht so, du stehst unter dauernder Beobachtung. Kameras sind eingerichtet und es gab ja gar keine Chance abzuholen. Die Ermittler kennen Ina seit Jahren. Schon lange bevor sie anfingen, sich genauer mit Bockys Ferrari und seinen Geldquellen zu befassen, fiel die Kontrolle der Bordelle von Villingen-Schwenningen in die Zuständigkeit der beiden Kommissare. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen, Jahre vorher? Kann man so eigentlich nicht sagen. Nee, die Frauen sind in der Regel gut drauf, zumindest nach außen hin. Da sind keine, ja, da kommt nichts rüber, dass es denen jetzt irgendwie schlecht geht, dass man denen helfen müsste oder so. Dass irgendwo ein Zwang da war, hat man vielleicht auch gespürt, denke ich.
Aber bei der Ina weiß man jetzt, dass sie unter Depressionen gelitten hat, das wissen wir jetzt inzwischen. Da gab es eben Tage, wo sie dann eben in der Tür stand und einen nicht so freundlich begrüßt hat, wie man das gewohnt war. Nicht nur Bockys Ferrari, auch die Autos seines Bruders, seines Cousins und anderer Tribunes erregen in Villingen-Schwenningen Aufsehen. Und ihr provozierendes Auftreten, das viele Geld, das sie mit vollen Händen ausgeben. Das Geld von Prostituierten. Aber wie lässt sich das beweisen, solange keine Frau redet? So wie dieses schwarze Auto geparkt hat, so parkten die Fahrzeuge der Tribunes hier. Links und rechts mit in der Fußgängerzone, weil in diesem Eiscafé hier vorne, da saßen sie im Sommer. Und wenn die Kollegen von der Schutzpolizei kamen und sie ihnen sagten, stellt bitte euer Auto hier weg, dann hat man ihnen den Schlüssel hingeworfen und hat gesagt, hey Jungs, ihr seid sicher noch nie Hammer gefahren oder Ferrari gefahren, ihr dürft das Auto wegstellen, bringt einfach den Schlüssel nachher wieder. Sie haben sich also aufgeführt wie die Könige hier in Schwenningen und Villingen natürlich auch. Die Rotlichtkönige werden in der Kleinstadt bewundert. Von Kindern wie Erwachsenen. Ach, der Bucki, klar, natürlich, den kennt jeder noch. Und der ist auch noch immer im Gespräch. Und wenn irgendwo ein Kennzeichen fährt, VSBO, dann denken alle, aha, Bucki ist wieder da. Es ging auch mal eine Zeit lang, das Gerücht, Bucki sei wieder da, aber hat sich dann zerschlagen. Na, klar nicht. Sie haben ja 4 Söhne. Ja. Hätten Sie Bedenken, dass Ihre Kinder auch mal sagen, Mensch, Bocke ist ein toller Kerl und mein Berufsziel ist Zuhälter? Also nein, überhaupt gar nicht, gar nicht. Also meine Kinder wollen alle Anwälte werden. Nicht so viel. Das Eiscafé in der Schwenninger Fußgängerzone, in dem die Anführer der Tribunes viel Zeit verbracht und viel Geld gelassen haben. Wenn sie nicht geschäftlich unterwegs waren, saßen sie eigentlich immer hier, sagt Stefan, der Juniorchef. Also auffallend sind sie wirklich aufgefallen, also mit den ganzen Sachen, wo ich immer gebracht habe, Ferrari, Lambo oder Hammer. Jeder Tag verschiedene Autos. Mindestens waren schon immer so hier vorne geparkt, also mindestens 4 bis 5 Stück geparkt hier vorne. Auf alle Fälle. Am Tag. Ja, wenn die bei uns waren, weil eine hat der Bocki gehabt, eine hat der andere, eine Auto hat der Bruder vom Bocki gehabt, also gefahren. Für uns waren gute Kunden, für uns waren gute Menschen. Und dann in seinem Privatleben, das ist seine Sorge. Ja, die waren schon gute Kunden, aber auf der Seite haben wir auch andere Kunden verloren. Das in der Zwischenzeit, weil Familien mit kleinen Kindern sind sie auch nicht mehr gerne gekommen, weil es war auch ein bisschen peinlich, bei denen hier die Kinder zu bringen. Aber das sehe ich keins momentan. Bald ist den beiden Männern von der Kripo klar, es geht nicht nur um ein paar Luxusautos. Es geht auch um Immobilien, ein teures Zweifamilienhaus, das Bocki hier in Schwenningen gekauft hat. Ja, da in der Garage steht er. Sie erfahren von einer Villa, die er in Bosnien bauen lässt. Bockis Zufluchtsort, als ihm im Sommer 2009 die Festnahme droht. Und einfach fragen. Bocki und sein Cousin Dado werden seither mit europäischem Haftbefehl gesucht, wegen Verdachts auf Menschenhandel, dirigistische Zuhälterei, gefährliche Körperverletzung, Steuerhinterziehung. Doch die bosnische Polizei meldet nur, es gibt kein Auslieferungsabkommen. Kollegen, die unten tätig waren, in UN-Mission oder BKA-Verbindungsbeamten, die haben uns die Vermutung mitgeteilt, dass die Behörden unten in Bosnien für Geld empfänglich sind und deshalb unsere 2 Flüchtigen dort in Ruhe lassen. Es gab aber auch mal ein Angebot für eine bestimmte Geldsumme. Könnt ihr sie haben? Es gab solche Angebote, die natürlich die Staatsanwaltschaft ablehnt. Aber über bestimmte Personen wurde an uns herangetragen, für 70.000 Euro könnte man sie holen. Wobei das halt viele Sprüche sind, für uns natürlich im Rechtsstaat keine Frage.
Cindy hat die Ermittler aus Villingen-Schwenningen nur einmal getroffen. In Sachsen, ihrer alten Heimat. Im Beisein ihres Anwalts. Genau wie wir. Cindy kämpft um eine angemessene Entschädigung. Anderthalb Jahre hat sie als Prostituierte in Clubs und Bordellen gearbeitet, die von Bockys Truppe, Mitgliedern der United Tribunes, kontrolliert wurden. Das wurde jetzt erstmal eingestellt. Knapp 200.000 Euro habe sie in dieser Zeit erwirtschaftet, sagt Cindy. Nach den ersten Monaten sei ihr Tagesumsatz genau protokolliert und alles Geld abkassiert worden. Das zweite Verfahren, was wir jetzt haben. Es gab halt immer so eine kleine Summe Taschengeld im Monat. Wie hoch war das? 500 Euro ungefähr. Ja, davon hat man halt dann Sachen eigentlich für die Arbeit gekauft. Schuhe zum Beispiel oder Kondome, Unterwäsche, was man halt zum Arbeiten braucht. Gab es die Möglichkeit, Geld beiseite zu legen? Hat man von sich aus nicht gemacht, weil wenn das rauskommt, wäre nicht so gut gewesen. Was heißt, es wäre nicht so gut gewesen? Ich weiß nie, was passiert wäre. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Genau wie Ina verschweigt Cindy nicht, dass sie schon vor dem Kontakt zu den United Tribunes als Prostituierte gearbeitet hat. Auch Zuhälter gab es in ihrem Leben. Was war anders in Villingen-Schwenningen? Wohl die Verbindung von totaler Ausbeutung und perfekter Kontrolle, wenn zutrifft, was Cindy und Ina uns erzählen. Cindy hat lange gebraucht, das System zu begreifen. Anfangs war sie sehr verliebt in ihren Zuhälter, Bockys Geschäftspartner. Sie glaubte ihm, seinem Gerede von Familie, gemeinsamer Kasse, gemeinsamer Zukunft. Ich habe ihm halt immer Bescheid gesagt, wo ich hingehe und wie lange ich wegbleibe und was ich halt mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kaffee trinken gegangen bin, habe ich ihm das gesagt. Oder wenn ich jetzt einkaufen gegangen bin, dann habe ich ihm das gesagt. Das ist ja doch eine gewaltige Einschränkung auch ihrer Freiheit. Ja, natürlich, aber in dem Moment sieht man das nicht so. Das ist für jemanden, also für mich war das normal. Für jeden anderen, für jeden Außenstehenden wäre das wahrscheinlich eine Katastrophe. Für mich war es normal. Cindy, ein Opfer von Menschenhändlern? Opfer ihrer eigenen Sehnsucht nach Beachtung, Geborgenheit, Familie? Genau wie Ina, die aus schwierigen Verhältnissen kommt, keine engen Freunde hat? Leichte Beute jedenfalls, alle beide. Wenn man das jahrelang mitmacht, dauernd diese Gehirnwäsche, du hast niemanden, du bist auf uns angewiesen, ohne uns kommst du nirgendwo klar. Du hast echt gar keinen, wo du hingehen kannst, du kannst mit niemandem reden, du hast keine Freunde, keine Familie. Nach einer Zeit glaubt man wirklich daran, dass man wirklich niemanden hat, dass man nur diese Personen hat. Das sind die einzigen Ansprechpartner. Bocky war immer da, Adi war immer da. Es war eigentlich immer jemand im Haus. Und wenn die zwei nicht da waren, dann waren es halt andere von der United Tribunes, die im Büro gesessen haben und da waren. Also es war immer jemand da. Wäre das für Sie okay? Könnte man einen Antrag schreiben? Also Sie könnte mitgehen. Gute Nachrichten für Gerhard Walter und Armin Hartwig. Spezialisten für organisierte Kriminalität in Villingen-Schwenningen. Wir wissen ja nicht, wie lange es geht insgesamt noch. Die Staatsanwaltschaft Konstanz genehmigt im Januar 2009 eine Telefonüberwachung. Bei Bocky, seinem Bruder, einigen ihrer sogenannten Hauptfrauen, dem Führungskreis der United Tribunes. Die Ermittler bekommen so endlich Einblick in die Strukturen von Ausbeutung, Einschüchterung, Befehl und Gehorsam. Also für uns war eins der härtesten Telefonate, oder beziehungsweise es waren Telefonate und SMS, wo Frauen nachfragen bei ihrem Zuhälter, ob sie sich Wasser kaufen dürfen, sprich, ob sie aus dem Bordellbetrieb raus darf und sich
eine Flasche Wasser kaufen darf oder ob sie es nicht darf. Die Frauen haben zum Teil eine Stunde auf eine Antwort gewartet, kam nicht, dann kam die zweite Rückfrage und dann erst hat der Zuhälter erlaubt, jawohl, du darfst Wasser kaufen und dann ging sie aus dem Betrieb raus. Also das hat uns wirklich betroffen gemacht, wie die Frauen also schlimmer als Gefangene gehalten wurden, zum Teil. Das Villinger Bordell Laufhaus liegt an einer vielbefahrenen Straße, mitten in einem Gewerbegebiet. Schräg gegenüber eine Apotheke, mehrere Ärzte. Beim Frauenarzt war Ina häufiger, auch wenn ihr ganzer Körper wehtat wegen der vielen Schläge. Das hat der Arzt den Polizeiermittlern bestätigt. Aber jetzt ist er weg. Die Praxis steht leer. Er will uns nicht treffen, nichts mehr sagen. Nur die Apothekerin unten erinnert sich. Also es gab schon Frauen auch, die hier ihre Medikamente hin und wieder geholt haben und dass sie doch sehr jung waren, die ihre Rezepte hier eingelöst haben und ja, aber nichts Auffälliges, sage ich mal. Also kein übermäßiger Schmerzmittelverbrauch oder keine sichtbare Misshandlung? Nee, gar nicht. Ist uns gar nicht aufgefallen. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen, was die Frauen anbetrifft, die Zuhälter, die Autos, mit denen die Frauen gebracht und geholt wurden? Überhaupt nicht. Wir sehen ja auch nicht rein, es ist ja alles dunkel und abgeklebt, der Hof ist abgesperrt und wir sehen einfach nicht rein und uns interessiert es eigentlich auch gar nicht, was da drüber abgeht. Dies ist zum Beispiel ein Bild von einer misshandelten Frau. Die Bilder wurden weitergeschickt von Handy zu Handy, von den Zuhältern an die Frauen, um ihnen zu zeigen, das passiert dir, wenn du nicht das machst, was ich will. Und genau diese Brutalität war für uns auch die Schwierigkeit, nachher mit den einzelnen Frauen ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise auch mit den Frauen eine Vernehmung durchzuführen. Erst später, als Bocky untergetaucht ist und fünf seiner Männer in U-Haft sitzen, erstattet eine Prostituierte Anzeige wegen mehrfacher Vergewaltigung. Eine andere gibt an, sie sei in einen Tümpel getaucht worden, bis sie keine Luft mehr bekam. Es gibt Gerüchte, wonach einzelne Frauen nachts im Stadtwald bis zur Bewusstlosigkeit gegen Bäume geschleudert wurden. Ob das nur wirklich stattgefunden hat mit den Bäume zählen oder ob die Frau halt im Wald einfach nur verprügelt wurde, damit sie keiner hört, weil da kann sie schreien, kann ich jetzt so nicht sagen. Was haben Sie sich gedacht, wenn Sie sowas gehört haben? Ich war immer froh, dass ich nicht an der Stelle von der anderen Frau war, dass ich nicht in den Wald musste, Bäume zählen. Cindy hat Glück. In einem unbeobachteten Moment packt sie eines Nachts ihre Sachen, ihren letzten Tagesverdienst. Sie läuft zum Bahnhof, stellt erleichtert fest, dass noch ein Zug fährt. Cindy fährt zurück in ihre Heimat, nach Ostdeutschland. Ihr Zuhälter telefoniert ihr hinterher, lässt sie dann aber in Ruhe. Er hat zu der Zeit schon eine neue Hauptfrau. Ina bleibt 4,5 Jahre in den Fängen ihres Zuhälters. Auch er, Mitglied der United Tribunes, ein ehemaliger Student. Bockys Finanzberater, wie die Polizei später ermittelt. Er zwingt sie, nach Pirmasens zu gehen, in ein weiteres Bordell, das Bockys Leuten gehört. Er schickt sie auch eine Zeit lang nach Frankfurt, wo ein Freier wartet, der sich in Ina verliebt hat, der sie freikaufen möchte. Der Mann zahlt Unsummen. Aber Ina kommt nicht frei. Sie ist nur ein Instrument, ein Lockvogel. In Villingen-Schwenningen gewinnen die beiden Kripo-Beamten langsam Einblick in die Strukturen von Bockys Rotlicht-Imperium. Sie kennen jetzt auch einige der angemieteten Wohnungen, wo Zuhälter mit ihren Frauen leben. Anwohner haben sich bei der Polizei gemeldet, haben berichtet davon, dass nachts die Hölle los war, dass Frauen geschrien haben. Während unseren Ermittlungen sind wir dorthin gefahren und haben dann feststellen müssen, dass hier wirklich ein Klima der Angst herrscht. Keiner wollte uns gegenüber irgendwelche Angaben machen. Haben Sie denn mitbekommen, dass Frauen hier auch misshandelt wurden? Ja, habe ich. Ja.
Was haben Sie mitbekommen? Naja, Schrei halt, ja. Ja, Weglage und so, es war schon schlimm. Da ist selber angeschrien auch. Manchmal sind wir nachts runter, haben denen geklopft, dass sie mal ruhig waren. Aber dann hat es nur geheißen, geht euch nichts an. Und ist man halt wieder gegangen. Ne? Zu mir waren sie korrekt, also ich kann nichts sagen. Was da noch nebenher gegangen ist, das weiß ich nicht und das geht mich auch nichts an. Man hat sich schon mit Wohnungsinhaber dann unterhalten und gesagt, ob sie denen können kündigen. Und dann hat er gesagt, die zahlt so tolle Miete. Es war ein zweischneidiges Schwert. Soll ich mich einmischen, soll ich mich nicht einmischen? Was macht man richtig, was macht man falsch? Ich habe es echt nicht gewusst. Also. Und wo es dann immer mehr eskaliert ist, ist dann die Razzia gekommen. Frühsommer 2009. Die Sonderkommission der Polizei bereitet sich vor auf den großen Gegenschlag. Erst passt. Die Ermittler wissen jetzt einiges über Anwerber und Abnehmer, Bockis Rotlichtkontakte weit über Villingen hinaus. Die United Tribunes schicken ihre Frauen in Saunaclubs, Laufhäuser, Edelbordelle nach Freiburg, Waiblingen, Sindelfingen, Offenburg, Augsburg, Stuttgart. Die beiden Kommissare bekommen ihren Fall nicht mehr aus dem Kopf. Entscheidungen stehen an. Am 7. Juni durchsuchen 80 Polizeibeamte das Vereinsheim der Tribunes in Schwenningen. Sie nehmen Personalien auf, notieren Autonummern. Ein roter Ferrari ist nicht dabei. Und auch Bocky ist an diesem Tag nicht anwesend. Nur sein Bruder. Aber auch der wird nicht festgenommen. Nicht an diesem Tag. Die Ermittler warten auf Bocky und seinen Cousin Dado. Beide befinden sich gerade in Bosnien, wollen aber bald nach Deutschland zurückkehren. Der harmlose Verlauf der ersten Razzia soll sie in Sicherheit wiegen. Die Polizei plant nämlich eine sehr viel größere Aktion. Juni. 250 Beamte sind an diesem Morgen im Einsatz. Zeitgleich an 32 Objekten, Bordellen wie Privatwohnungen. Eine Polizeiaktion, wie sie Villingen-Schwenningen noch nie erlebt hat. Im linken Bereich des Flurs, dann Wohnraum. Bockys Privathaus. Alle Schwände checken. Das Laufhaus, für Ina jahrelang wie ein Gefängnis. Clubbereich. Das Bordell La Notte, Arbeitsplatz von Cindy. Barbereich. Festplatten und Konten werden beschlagnahmt. Fahrzeuge, Bargeld, Schmuck, Immobilien. Das ist ein Teil des sichergestellten Schmuckes. Es handelt sich durchgehend um sehr hochwertige Uhren. Wir haben hier eine Rolex wert etwa 15.000 bis 20.000 Euro. Das ist 85er Gold. Kette hat alleine einen Wert von mindestens 15.000 Euro. Das B steht für Bocky, komplett mit Brillanten besetzt. Es ist einfach ein Statussymbol, womit die Zuhälter ihren Reichtum belegen konnten und nach außen zur Schau stellen konnten. Und Bocky? Nicht auffindbar an diesem Tag. Offenbar wurde er gewarnt von einem Polizeibeamten, der inzwischen suspendiert ist. Wer war der Maulwurf? Keiner aus der Ermittlergruppe. Einer von den vielen, die in die Aktionen am Tag X eingebunden waren. Gegen 5 Männer wird Haftbefehl erlassen, auch gegen Bockys Bruder. Er wird in Ulm festgenommen. Danach wochenlange Zeugenvernehmungen. Es gibt Prostituierte, die jetzt reden und viele, die schweigen.
Andere wollen nur anonym aussagen. Alle tragen Tattoos mit den Namen der Männer, zu denen sie gehören. Aber was beweist das? Wir besuchen die Inhaberin des Studios, in dem die meisten dieser Tattoos angefertigt wurden. Eine gute Bekannte von Bockys Anwältin. Gut, haut hin. Okay. Die sind freiwillig gekommen und man hat halt die Namen tätowiert. Die Mädels wurden genauso behandelt wie jeder andere Kunde auch, weil es ist halt unser Geschäft. Aber es wurde wirklich keiner reingeschlagen oder geprügelt. Dass von vornherein alle wirklich immer so in diese Klischees gedacht haben, das war ganz schlimm. Und dass halt auch die Presse, und ich weiß nicht, wer dahinter dran stand, wirklich so in diese Ecke böse Zuhälter, die Frauen sind geschlagen worden, verkauft worden, zwangstätowiert worden, wie Viecher gebrandet in Finger und Rücken und alles mögliche. Das war nicht so. Kurz nach den Festnahmen organisiert die Anwältin einen Pressetermin mit ein paar Hauptfrauen von Bocky und seinem Bruder. Zwangsprostitution, Gewalt, nichts davon sei wahr. Auch bei der Gerichtsverhandlung in Konstanz bekunden Prostituierte im Saal ihre Solidarität mit den Angeklagten. Eine Inszenierung der Täter? Keine dieser Frauen ist für ein Interview erreichbar. Ina steht als Zeugin der Anklage bereit. Auch Cindy wartet darauf, auszusagen. Aber dann ein überraschendes Ende. Nach wenigen Verhandlungstagen einigen sich Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Richter. Die Angeklagten räumen die meisten Tatvorwürfe ein und werden verurteilt. Wegen Zuhälterei, Körperverletzung, manche auch wegen Menschenhandels. Doch nur zwei müssen in Haft. Drei kommen frei auf Bewährung. Diese Verfahrensabsprache führt jetzt nicht nur dazu, dass hier Ressourcen gespart werden konnten, dass der Prozess kostensparend und schnell zu Ende geführt werden konnte, sondern diente auch dazu, einmal den Opfern eine Vernehmung vor Gericht zu ersparen. Das ist eine Sauerei. Normalerweise hätten die alle hinter Gittern müssen und nicht auf Bewährung. Das ist, weiß ich nicht. Deswegen gibt es ja solche Männer. Und die werden auch weitermachen, weil sie wissen ja, dass sie glimpflich davon kommen. Das war Teil der Absprache, dass es ermöglicht wurde, dass ein sechsstelliger Betrag von den Angeklagten den Opfern als Schadenswiedergutmachung zur Verfügung gestellt wurde. Und dieser Betrag wäre mit Sicherheit ohne Verfahrensabsprache nicht gezahlt worden. Dann sind die Frauen von Bocky im Akteköfferchen zu den Anwälten gegangen, also die Frau, die jetzt noch für ihn arbeitet, um die sogenannten geschädigten Opfer zu bezahlen. Und das Geld wurde dann von der Anwälte eingezahlt und an die Staatsanwaltschaft übergeben. Bocky ist und bleibt verschwunden. Er lebt in Bosnien als freier Mann. Wir bekommen seine Telefonnummer. Anderthalb Jahre nach Bockys Flucht warten wir auf ihn in einer bosnischen Kleinstadt. Auf dem Rotlichtkönig, Liebhaber teurer Autos, Gründer und Chef der United Tribunes, die jetzt auch hier im ehemaligen Jugoslawien aktiv sein sollen. Teure Autos mit deutschen Kennzeichen fahren vor. Und da sind sie. Bocky, sein Cousin Dado, beide mit internationalem Haftbefehl gesucht. Kein Geheimtreffen, wir sind mitten in der Stadt. Bockys Männer führen uns ganz selbstverständlich durchs größte Hotel. Im ersten Stock ihr Fitnesszentrum. Der Ex-Champion trainiert hier einen talentierten Boxer, der schon mehrere Titel gewonnen hat. Wir lernen Igor kennen, den Mann, der die United Tribunes gerade in den Balkanländern aufbaut. Bocky und Dado, gut beschützt, gesprächsbereit, gelassen. Also wir sind im Sport tätig, haben eigene Verein, Kickbox-Verein, heißt United Tribunes auch.
gehen wir auf Wettkämpfe, haben gute Jungs, sehr gute Jungs zum Kämpfen und wir zeigen denen, was wir auch können. Und der Boki war sowieso damals in Jugoslawien als Champion sozusagen in seiner Klasse. Das Sprechen geht zum Gut, kann man sagen. Das ist ein ausführendes Tier, was zum Ausnutzen gibt mit unseren Freunden und alles. Ja. Wenn man mit Haftbefehl gesucht wird, ist es nicht ganz so stressfrei, oder? Ja, aber in Bosnien sind wir freie Leute. Ja? Also wir sind in Bosnien frei. Also es ist nicht so ein großes Land, aber es reicht zu bewegen. Also das reicht. Eine von Bokis Hauptfrauen ist gerade zu Besuch. Sie dürfen wir weder filmen noch interviewen. Auch auf die Frage, wer die teuren Autos mit deutschen Kennzeichen besorgt, finanziert hat, gibt es keine klare Antwort. Sie sind eben da und erregen Aufsehen. Ja, die Autos sind von Freunden. Von Freunden. Freundinnen. Und wir kämpfen uns hier durch, also sozusagen. Offenbar kein schlechtes Leben als Türsteher in einer der besten Diskotheken der Region. Der Laden ist voll mit Granitwohlböden und das Wertvollste, was man reinmachen kann in einen Laden, ist eingebaut in den Laden in dem Sinne. Hier oben in den oberen Bereich, das VIP-Bereich. Von da über die ganze Bar kommt ein Steg, wo die Sänger und alles, also wo die singen können und was weiß ich, also das wird noch gemacht. Mit Geld aus Deutschland, das hier gewaschen wird? Die deutschen Polizeiermittler wissen, dass Prostituierte und andere Kuriere regelmäßig größere Summen nach Bosnien bringen. Der Pächter der Disco, auch er Mitglied der Tribunes. Und wer ist Eigentümer? Die Familie, sagt Dado. Er parkt wie früher in Schwenningen ziemlich wild. Ersatz für die dortige Eisdiele gibt es auch. Eine Art Vereinscafé im Besitz der Familie. Hier treffen sich die Tribunes aus Prijedor. Und welchen Geschäften geht Boki nach? Das ist alles springbar. Es gibt kein Geschäft. Wir machen kein Geschäft. Also diese Tür und so, das macht jeder für sich. Also, es geht hier nur um Freundschaft. Es geht nur um Deutschland, kein Geschäft. Es geht nur um Freundschaft. Dann erzählt Boki doch noch ein bisschen mehr. Über die Jungs, die ihm hier auf Schritt und Tritt folgen. Die meisten seien Ex-Soldaten. Viele hätten gute Jobs. Im Staatsdienst, mit besten Verbindungen, nach ganz oben. Die sind auch in der Regierung, also in der Regierung arbeiten die auch als Bodyguards. Also für die Regierung arbeiten die auch Bodyguards und so weiter. Also Begleitschutz, alles drum und dran arbeiten. Und ein Großteil von unseren Jungs sind in der Regierung von Polizei und so weiter und so fort. Also sind Großteil hier beschäftigt. Der Haftbefehl, die Anklage wegen Menschenhandels, kein Thema bei diesem Treffen. Boki, hören wir, wolle mit der Staatsanwaltschaft über seine Rückkehr nach Deutschland verhandeln. 6 bis 8 Jahre Haft, lautet die Botschaft aus Konstanz. Kein gutes Angebot, meint Boki. Denn eigentlich gäbe es doch gegen ihn persönlich kaum belastende Aussagen. Oh, schönes, großes Auto. Teures Auto? Die Kommissare in Villingen-Schwenningen verfolgen das Leben der beiden Flüchtigen via Internet. Mhm. Künzelt's aber nochmal. Wer hat das runtergebracht? Bis heute fahnden sie nach einem Großteil des Geldes, das Boki, Dado und die bereits Verurteilten jahrelang Dutzenden von Prostituierten abgenommen haben sollen. Immer wieder gibt es Gerüchte, Hinweise. Auf einem Dachboden wird ein Versteck gefunden, aber es ist leer. Ein großer Teil des Geldes fehlt bis heute, das wissen wir. Es wurden Aktiengeschäfte getätigt, in der Schweiz zum Teil. In Zürich auf jeden Fall. 1000 pro, weil die sind ja ständig nach Zürich, weil sie ja Geld bunkern wollten.
Und auf einmal ist kein Geld vorhanden in Deutschland, komisch. Es kommt ja halt keiner dran. Die Spur wurde für uns kalt, weil die Schweiz nicht reagiert hat auf unsere Ermittlungsersuchen bis heute. Wir fahren noch einmal nach Rottweil, wo wir vor Wochen Mitglieder der United Tribunes als Türsteher gefilmt haben. Einige sehen wir nun wieder. Das Treffen mit Bocky in Bosnien hat uns auch hier Türen geöffnet. Wir sind eingeladen ins neue Clubheim, wo Onur der Hausherr ist. Ja, er ist Gründungsmitglied, genau wie Bocky. Es gibt viele Jüngere, die hier offenbar nur die Gemeinschaft, den Kampfsport suchen, die den schlechten Ruf der Tribunes beklagen. Obwohl Mädchen ihnen allen nun mit mehr Misstrauen begegnen, obwohl mancher sogar seinen Job verloren hat, keiner distanziert sich öffentlich von Bocky und den Brüdern im Knast. Wir sind eine Familie, egal welche Nation, wir halten zusammen, wir stehen zusammen, wir kämpfen zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Egal was der eine macht, entweder stehen wir dazu oder wir stehen nicht dazu. Wenn wir nicht dazu stehen, dann werden wir das nicht, was wir jetzt sind. Wir uns gibt es jetzt seit 6, 7 Jahren, wir wachsen immer mehr. Ehre spielt ja für euch eine große Rolle. Ist es mit Ehre zu verbinden, dass man den Körper einer Frau verkauft und von diesem Geld lebt? Das ist eigentlich, das ist jedem selber überlassen, sage ich mal. Wie gesagt, wir haben unsere Regeln bezüglich zum Beispiel Drogenhandel, Drogenkonsum, definitiv untersagt bei uns. Wer erwischt wird, gnadenlos Rauswurf, keine Widerrede, keine Wiederaufnahme, kein Alkohol mit Jacke. Wir wollen nicht, dass unsere Mitglieder besoffen rumrennen, wir wollen ein gutes Bild abgeben. Und wie gesagt, es arbeiten ja auch Leute im Milieu. Die stehen aber auch nicht mit Jacke oder Kutte da. Also es ist ihr privates Ding. Ausbeutung und Misshandlung von Frauen, reine Privatsache? Inas Zuhälter sitzt im Gefängnis. Möglich, dass er vorzeitig entlassen wird. Vielleicht in einem Jahr? Schießen, nicht schießen! Armin Hartwig und Gerhard Walter, die beiden Polizeiermittler. Wie hoch war, ist ihr persönliches Risiko bei diesem Fall? Also mir wurde auch konkret bedroht, zum Teil von der Zuhälter selber. Auch die uns ganz klar nach der Festnahme deutlich gemacht haben, wir treffen dich irgendwann, unter anderen Voraussetzungen. Was ist mit der Familie, mit ihren Kindern? Haben Sie darüber nachgedacht? Ja klar, nachgedacht haben wir schon, ne? Aber das Problem ist, man hat seinen Job. Das ist einfach polizeiliche Arbeit, die dazugehört. Es war ein interessanter Fall, es ist ein interessanter Fall. Und es ist noch nicht zu Ende? Nee, noch nicht ganz. Ich denke mir, machen noch ein bisschen weiter. Bocky wird weiterhin nicht ausgeliefert. Das Villinger Laufhaus betreiben immer noch seine Ehefrau und eine weitere Strohfrau. Auch das Lanotte hat noch die alten Pächter. Beide Bordelle sind laut Polizeiangaben nach wie vor in Bockys Besitz. Die Stadtverwaltung von Villingen-Schwenningen sei bemüht, den Betreibern die Gewerbeerlaubnis zu entziehen, sagt der Bürgermeister. Das sei aber nicht so einfach, weil sie ja nur zu Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt wurden. Außerdem zahlen sie jetzt ihre Steuerschulden ab. Und das geht nur, wenn die Geschäfte weiterlaufen.